Stockwerk mal wieder spannend. Da schlichen sie auf leisen Sohlen ins Haus zurück, bis sie vor das Oberzwerg fanden und das Mädchen fanden. Ei, du mein Gott, ist das Mädchen schön. Die schwarzen Haare und die feine Haut, die es hat. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist kein einfaches Mädchen. Bestimmt ist sein Vater ein reicher Kaufmann oder Ratsherr einer großen Stadt. Klar, eines Tagelöhners Kind ist es auf keinen Fall. Das sieht man ja schon an dem kostbaren Kleid. Das Mädchen muss einen weiten Weg hinter sich haben. Wer weiß, was es alles erleiden musste. Ich bin dafür. Wir lassen es erst einmal ausschlafen. Dann können wir weitersehen. Der Meinung bin ich auch. Klar, damit es im Bett bleiben kann, wacht jeder von uns eine Stunde und weckt dann den Nächsten. Hennes! Oberzwerg! Du beginnst. Geh in Ordnung, Oberzwerg! Die Zwerge zogen sich aus und gingen zu Bett. Hennes aber trat zur Laterne, die den Schlafraum erhellte, und blies die Kerze aus. Dann sagte der Oberzwerg, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Oberzwerg! Kurze Zeit später lagen alle in ihren Betten und waren eingeschlafen. Einsam lag das Haus, in dem wenige Augenblicke vorher noch ein reges Leben geherrscht hatte, in der dunklen Nacht. Nur das Quaken der Frösche und der klagende Ruf eines Käuzchens waren in der Ferne zu hören. Hennes wanderte mit seinem Lichtlein durch alle Zimmer. Als ihm diese Beschäftigung zu langweilig wurde, setzte er sich auf die unterste Treppenstufe und war einige Zeit später eingeschlafen. Jetzt war ich doch tatsächlich eingenickt. Irgendein Geräusch muss mich geweckt haben. Ich hab's. Es war die Kuckucksuhr. Gott sei Dank. Dann ist meine Wache zu Ende und ich kann den Nächsten wecken. Und so wachte einer nach dem anderen für eine Stunde und konnte dann weiter schlafen. Gegen Morgen schreckte Jörg plötzlich auf und rieb sich erstaunt die Augen. Ob die mich vergessen haben? Jetzt ist es ja schon morgen und ich habe noch keine Wache. Am besten ist, ich löse den ab, der jetzt auf Wache ist. Hey, Köbes! Was ist? Steh auf! Lass mich in Ruhe! Jetzt bin ich dran. Geh, leg dich in mein Bett. Dass du mich wecken musstest! Habe gerade so schön geträumt. Du bist richtig fies. Bäh! Sei nicht böse. Du kannst ja gleich weiter träumen. Mach ich. Darauf kannst du dich verlassen. Als der Tag anbrach, nahm der Oberzwerg sein Licht und weckte die Zwerge. Zwerge, die Arbeit ruft, steht auf und kommt nach unten. Aber macht leise, damit das Mädchen nicht geweckt wird. So leise sie konnten, stiegen die Zwerge aus ihren Betten. Still, leise! Schlichen auf Strümpfen die Stiege hinunter und zogen sich unten an. Ich würde ja noch so gerne weiter schlafen. Mensch, Mettes, steck dein Kopf ins kalte Wasser. Dann bist du sofort hellwach. Seid ihr fertig? Ja. Dann kommt mit. Wir wollen uns unseren Gast einmal genauer ansehen. Das Mädchen sieht heute Morgen noch viel schöner aus. Klar, jetzt ist es ausgeruht. Da, jetzt hast du es geweckt. Warum muss doch immer so laut sein? Es richtet sich auf. Wo bin ich hier? Du bist bei den sieben Zwergen. Ich bin hier der Oberzwerg. Und wer bist du? Die Leute nennen mich Schneewittchen. Dann bist du ja des Königs Töchterlein. Aber wie fandest du zu uns? Ich bin geflüchtet. Geflüchtet? Wie spannend! Vor wem? Hört, als meine Mutter starb, nahm mein Vater eine andere Frau. Sie trachtete mir nach dem Leben. Und jetzt bin ich hier. Hab keine Angst, Schneewittchen. Wir werden dich nicht verraten.
Und wenn du für uns kochen, betten, waschen, ne? Stricken willst und alles ordentlich und rein hältst, so kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir nichts fehlen. Oh ja, das will ich gerne tun. Und jetzt sollst du deinen neuen Beschützer kennenlernen. Das ist unser guter alter Michel. Guten Tag, Michel. Ich freue mich, dass ich dich auch kennenlerne. Wie alt bist du eigentlich? Vor 14 Tagen wurde ich 207 Jahre alt. Daneben steht Mettes. Er war einmal Zwergemeister im Kugelstoßen. Warum erzählst du das, Oberzwerg? Das ist ja schon so lange her. Unser Helles kann gut kochen. Seine Spezialität ist Schweinerippchen mit Sauerkraut. Hoffentlich lerne ich auch so gut kochen wie Hennes. Jörg und Mette sind Zwillinge. Sie verlebten ihre Jugend auf Berg 3. Und das ist Köbis, unser Nesthäkchen. Guten Tag, Schneewittchen. Hoffentlich gefällt es dir gut bei uns. Ja, das hoffen wir alle. Ich glaube, ich werde mich bei euch bald wohlfühlen. Das hoffen wir auch. Dass ich es nicht vergesse, wir müssen für dich noch ein Bett bauen. Wenn es fertig ist, stellen wir es in die Kammer nebenan. Da begann ein Sägen und Hämmern, dass es eine wahre Pracht war. Schengel, halte doch endlich mal das Brett ruhig, sonst säge ich schief. So, jetzt ist es besser. Michel, leg die Bretter hier hin. Hole gleich noch andere, aber such die schönsten aus. Klar, für Schneewittchen ist nur das Beste gut genug. Schwätzt nicht zu viel, beeilt euch. Wir müssen ja gleich auf die Arbeit. Macht bisschen Dalli. Sind die Butterbrote für uns? Was ist denn drauf? Sei doch nicht immer so vorwitzig. So, und jetzt bekommt noch jeder Äpfel und Nüsse. Ich werde mich bemühen, etwas Gutes zu kochen, wenn ihr auf der Arbeit seid. Also, bis heute Abend, Schneewittchen. Auf Wiedersehen, Schneewittchen. Auf Wiedersehen. Die Zwerge verabschiedeten sich von Schneewittchen und verließen das Haus. Draußen vor dem Eingang sagte der Oberzwerg zu ihnen: Zwerge, ihr wisst, welche Verantwortung wir auf uns laden, wenn wir dieses arme, verfolgte Mädchen in unserer Gemeinschaft aufnehmen. Und deshalb frage ich euch, wollt ihr mit mir gemeinsam alles Leid und alle Not auf euch nehmen, die uns durch die neue Aufgabe erwachsen? Wir wollen es, Oberzwerg! Danke, das war es, was ich euch sagen wollte. Und nun zur Arbeitseinteilung für heute. Hennes, hier, du gehst mit Kürbis, ja, in Stollen 5. Jawohl, Oberzwerg. Und du, Mettes? Ja. Du arbeitest heute mit Jörg? Ja. Und Mettes? Ja. In Stollen 8? Michel, du ja. Bleibst heute bei mir in Stollen 4? Jawohl, Oberzwerg. Alles klar? Ja, ja, Oberzwerg. Und nun unser Lied. 3, 4. Durch Wälder und durch Wälder ziehen wir Tag aus Tag ein. Ob Regen oder Kälte, wir bleiben nicht daheim. Wir sind die sieben Zwerge und graben tief in Berge nach Gold und Edelstein, nach Gold und Edelstein. Tom, 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 Tom. Unser Lied ist ganz nett, aber wir müssen eine zweite Strophe haben. Immer dasselbe singen ist auch nicht mein Fall. Es wird schon werden. Bald hatten die Zwerge ihre Stollen erreicht und ein emsiges Arbeiten begann. Geräte zusammenlegen, Frühstückspause. Wisst ihr noch? Gestern saßen wir genau an derselben Stelle und schimpften über die trockenen Brote. Heute ist alles anders, weil Schneewittchen da ist. Wir brauchen uns um nichts mehr zu kümmern.
und zu Hause ist alles in bester Ordnung. Da fällt mir eine zweite Strophe für unser Lied ein. Lass hören. Wenn nach des Tages Arbeit wir wiederkommen heim, so steht am Tor Schneewittchen und lässt uns fröhlich ein. Hört sich gut an. Los, weiter, noch eine Strophe. So wandern wir Tag aus Tag ein durch diese schöne Welt. Das Herz voll lauter Sonnenschein, ihr wisst, wer ihn bestellt. In Ordnung, das singen wir jetzt immer. Schneewittchen war ebenfalls fleißig gewesen. Es hatte alles geputzt und gescheuert, bis es vor Sauberkeit glänzte. So, jetzt noch den Eimer in seinen Platz und den Schutzklappen zum Trocknen aufgehängt. Dann können die Zwerge kommen. Da, da sind sie. Sie kommen im rechten Augenblick. Dann nahm jedes der Männlein sein Tellerlein und hielt es Schneewittchen entgegen. Wie das duftet. Du hast bestimmt mein Lieblingsgericht gekocht, Schneewittchen. Stimmt's? Versuch's doch mal. Obgleich ich noch nicht versucht habe, Schneewittchen. Darf ich gleich noch etwas nachhaben? Gib mir zuerst, Schneewittchen. Ich hab den meisten Hunger. Aber die meiste Arbeit hast du nicht getan. Geld? Jetzt hast du dein Fett. Puh, macht mir doch nichts aus. So ging das fröhliche Geplapper der kleinen Esser hin und her. Und bald war die Schüssel bis auf den Grund geleert. Das Essen war einfach prima. Viel besser als das, was der Hens uns immer vorgesetzt hat. Mir hat es ausgezeichnet geschmeckt, Schneewittchen. Aber pass mal auf. Wer meldet sich freiwillig zum Spülen? Ich. Ich natürlich auch. Ja, Ehrensache. Siehst du, keiner schließt dich aus. Merkst du, wie wir von dir begeistert sind? Dann hörte man das Klappern des Geschirrs, das wieder eingeräumt wurde. Damit das Einräumen schnell ging, bildeten die Zwerge eine Kette vom Spülstand zum Schrank. Als die Arbeit beendet war, sagte der Oberzwerg, so, jetzt sind wir müde und gehen schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Oberzwerg. Und alle gingen zu Bett. Aufregende Sachen, die unsere Kollegen von Werk 7 erleben, nicht wahr? Ich habe richtig Herzklopfen. Und bei uns hier ist rein gar nichts los. Immer nur diese dämlichen Blumen, sonst nichts. Es ist zum aus der Haut fahren. Ich wollte, ich wäre einer der sieben. Da sollte mich die böse Stiefmutter aber mal kennenlernen. Sagt mal, weshalb geht das Spiel eigentlich nicht weiter? Genau dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Die machen eine Pause. Eine Pause? Wie vornehm. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Nicht so ungeduldig. Wir Gartenzwerge haben ja abwarten gelernt. Donnerlittchen, wie die Zeit vergeht. Jetzt ist Schneewittchen schon 7 Jahre bei uns. 7 Jahre? Mir kommt es fast so vor, als sei es erst seit gestern hier. Wisst ihr noch? Wie furchtsam und eingeschüchtert es damals war. Es wagt uns gar nicht anzusehen. Hey, hört mal. Denkt ihr auch daran? An was sollen wir denken? Ei, dass Schneewittchen morgen Geburtstag hat. Wo denkst du hin? Sowas vergessen wir doch nicht. Wir sind doch noch nicht verkalkt. Ich sage euch nur eins. Schneewittchen wird Augen machen. Das glaube ich auch. Und wir haben auch ein... Das wird diesmal bestimmt eine lange Nacht. Nun ja, Schneewittchen hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag. Ich probiere ein neues Rezept aus. Hoffentlich klappt alles. Wenn ich nur wüsste, wie ich den Kragen machen soll. Am besten nimmst du weißen Stoff. Es kann losgehen. Schneewittchen schläft fest. Macht leise. Es soll noch eine Überraschung werden. Man nehme 1 Pfund Mehl, 1/2 Pfund Butter, Butter mit Zucker schaumig rühren. Nach und nach Mehl einsieben. Eieiei! Hoffentlich gerät er mir. Halte doch endlich mal die Funzel höher. Wie soll ich denn so etwas sehen können?
Ich kann nicht mehr. Mein Arm ist schon ganz lahm.